So, schönen guten Tag. Heute kommen wieder mal ein paar neue Teile vom Mass Effect. Jetzt werde ich wieder täglich uploaden, da mein Rechner ja wieder funktioniert. Hoffe mal, dass sie schnell zu Ende gehen. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geth gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benezia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Wissen Sie, warum sich Benezia mit Saren zusammengetan hat? Das verstehe ich nicht. Sie war immer der Ansicht, die Asari müssten sich mehr an galaktischen Ereignissen beteiligen. Vielleicht dachte sie, wenn sie sich mit Saren verbündet, wäre das letzten Endes zum Wohle aller. Zumindest hoffe ich das. Das schmerzt Sie sehr, nicht wahr? Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe seit vielen Jahren nicht mit Benezia gesprochen, aber ich kenne sie. Und das passt nicht zu ihr. Etwas hat sich geändert. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jedem Geschlechts angehören. Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Wissen Sie, wen Matriarchin Benezia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. Benezia hatte Ihnen nie den Namen Ihres Partners verraten? Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benezias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben sie recht. Aber ich werde es wohl nie erfahren. Benezia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich.
Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß. Insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Oh Mann, monogeschlechtlich, ob das Spaß macht, ja, ich weiß ja nicht. Jedem das eine. Aber die Gespräche dauern echt lange in dem Spiel, ey. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Ich möchte mehr darüber erfahren. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar Extra-Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Was für eine Fracht war dort an Bord? Was hatte Saren dort gesucht? Keine Ahnung. An Bord habe ich nur Nahrungsmittel und Medizin gesehen. Es gab auch ein paar einfache Waffen, aber nichts Besonderes. Wenn auf diesem Schiff etwas Wertvolles gewesen ist, habe ich es nicht gesehen. Darum habe ich die Sache auch nicht vorher erwähnt. Wem gehörte das Schiff? Es war ein Volus-Frachter, und zwar ein großer, mit vielen Wachen. Aber gegen uns hatten sie keine Chance. Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Bis dann, Rex. Ha, lustig. So machen wir's. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Sie mögen zwar nicht der Allianz dienen, Chief, aber sie sind Verbündete. Zumindest soweit es Saren betrifft. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit sie ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie trauen den Verbündeten der Allianz nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man die Ratsvölker Verbündete nennen kann. Wir... Die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Dass man seinen Mann stehen kann, heißt noch lange nicht, dass man es allein tun muss. Ich denke, wir sollten mögliche Verbündete nicht abweisen. Ich denke, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie auch Verbündete bleiben. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen. Aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Sie haben eine sehr pessimistische Sicht des Universums, Williams. Ein Pessimist ist... was ein Optimist einen Realisten nennt. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch.
Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Sie scheinen da eine feste Überzeugung zu haben, Williams. Wie kommt das? Meine Familie verteidigt die Allianz schon seit ihrer Gründung. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Das klingt nicht, als hätten Sie schon mal mit Aliens zusammengearbeitet. Nein, Sir. Ich war meist am Boden stationiert. Gehörte zur Garnisonstruppe. Ich war mal für eine Zusatzausbildung auf einer Raumstation. Jeder Marine ein Schütze. Und jeder Schütze auch in Schwerelosigkeit effektiv. Das ist seltsam. Ihre Akte ist makellos und Ihre Technikkenntnisse sind überragend. Sie sollten bei der Flotte dienen. Das ist jedenfalls der Grund, warum ich kaum mit Aliens gedient habe, Sir. Ich komme auch aus einer Militärfamilie. Meine Eltern gehörten beide der Navy an. Sollte ich irgendjemanden aus Ihrer Familie kennen? Ich glaube nicht, Commander. Wir haben wahrscheinlich eine Menge gemeinsam. Haben Sie sich gemeldet, um die Tradition fortzusetzen? Eigentlich wollte ich bloß dienen. Die Allianz schützen, Leben retten. Sie wissen schon. Freut mich zu hören, Sir. Ich dachte schon, Sie waren auf eine Gratis-Universitätsausbildung aus. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Es wird wohl nicht erforderlich sein, dass Sie Turianer küssen. Man weiß nie, Commander. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Sir. Und weiter geht's, der Nächste. Oh Gott. Commander, wie geht es Ihnen? Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadellsicherheit werden? Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich wollte gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und anderen helfen. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas damit zu tun hatte. Er gehörte zur Zitadellsicherheit. Er war einer der Besten. Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Heldentaten oder sah sein Bild nach einer großen Verhaftung auf den Videos. Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Das ist hart, aber man sollte doch annehmen, dass er beeindruckt ist, dass Sie Saren verfolgen. Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadellsicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen. Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Sie hätten ein Spectre werden können? Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ich hätte eine Spezialausbildung machen können. Aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich kann seine Besorgnis sogar verstehen. Können Sie das? Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen. Den Regeln der Zitadellsicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Nur weil Sie die Regeln brechen können, heißt das noch lange nicht, dass Sie es auch tun sollten. Ich muss mich nicht auf Sarens Ebene begeben, um ihn aufzuhalten. Und Sie müssen es auch nicht, Garrus. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich werde darüber nachdenken. Danke, Commander. So, jetzt werden wir einen kleinen Schnitt machen